Eigentlich wollte ich meine kleine Schwester Carmen von ihrem Versöhnungsdate mit ihrem Ex-Freund Konstantin, auch einem guten Freund von mir, abholen und habe eigentlich darauf gehofft, ein glückliches Pärchen zu treffen. Und was sehe ich dann? Konstantin, der einfach ein Messer im Rücken hat. Was ist passiert? Ich hole sofort den Krankenwagen. Warte. Er sagt nur, dass die ihm das Messer in den Rücken gerammt hat, aber keine Ahnung, wen er mit die meint. Wahrscheinlich nicht meine Schwester Carmen. Felicitas ist seit vielen Jahren mit Konstantin befreundet, dem Ex ihrer Schwester Carmen. Nach der Trennung wollten sich der Elektriker und die Friseurin heute eigentlich in Carmens Stammcafé zu einer Aussprache treffen. Doch das Date endete offensichtlich in einer Tragödie. Was kann er laufen? Gucken Sie mal. Gehen Sie einmal zur Kollegin. Wer sind Sie gerade? Ich bin Felicitas Hauen und meine Schwester Carmen. Das ist Konstantin, mein Kumpel. Konstantin, Ihr Kumpel. Wie kam es mit dem Messer zustande? Keine Ahnung. Er hat irgendwie gesagt, er hat es in den Rücken gerammt bekommen. Ich weiß nicht von wem. Alles gut. Ich gehe jetzt erstmal zu der Kollegin, helfe ihr einmal und danach kümmern wir uns darum. Okay? Alles gut. Beim Eintreffen haben wir festgestellt, dass der junge Mann wirklich ein Beil sogar im Rücken hatte. Da war für uns schnelles Handeln auf jeden Fall wichtig. Wir mussten gucken, dass wir ihn schnell in den RTW bekommen. Da erstmal beruhigen, das Beil soweit erstmal irgendwie stabilisieren, je nachdem wie die Blutung stillen. Wir dürfen auf keinen Fall das Beil rausziehen, weil dadurch können wir vielleicht sogar noch weitere Schäden verursachen. Und wichtig war es für uns, so schnell wie möglich in die Klinik zu fahren. Mein Kumpel hat einfach ein Messer im Rücken. Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist. Und Patient mit Messer auf Schulterblatthöhe noch drinstecken, das fixieren wir gerade. Richtig viel haben wir auch nicht mitbekommen. Wir kamen an, da kam sie uns schon entgegengelaufen, konnte selbstständig in den RTW laufen. Total verwirrt die Anruferin noch. Mehr können wir euch auch noch nicht sagen. Wir sind auch kurz vor euch erst eingetroffen. Kann er was sagen? Er ist noch soweit Ansprecher. Er kann es probieren, soweit es mit den Schmerzen geht. Wir konnten noch keine Schmerzmittel geben. Er liegt also im Bauchlager, hat er hinten drin, ne? Genau, hinten so auf Schulterhöhe ungefähr. Okay. So, jetzt erklären Sie noch mal ganz kurz. Also, wer ist das? Er ist mein Kumpel Konstantin und der Ex-Freund meiner Schwester. Und ich wollte sie eigentlich abholen, weil die beiden hier ein Date hatten. Und ja, eigentlich dachte ich, alles wäre gut. Und dann sehe ich sowas. Konstantin und Ihre Schwester hatten hier ein Date. Genau, ja. Ich weiß auch nicht, wo meine Schwester ist. Vielleicht können wir gucken, wo sie ist. Wir haben natürlich direkt versucht, hier über den Konstantin Berger, hier den Ex-Mann bzw. Ex-Freund hier zu befragen. Allerdings waren sehr diffuse Aussagen. Die Folge, der war in ärztlicher Behandlung, hatte Schmerzmittel bekommen. Wir konnten gerade noch den Nachnamen erfragen. Aber für uns war es dann wichtig, erstmal die Örtlichkeit hier weiter zu untersuchen und hier erstmal den Fall zu ermitteln. So, hier im Café? Ja, also Carmen? Dann gehen Sie mal bitte vor. Wo ist meine Schwester? So, hallo mit der Polizei, wie sind Sie? Wo ist meine Schwester Carmen? Die Besitzerin Alexa Klein. Sie sind die Betreiberin hier, ja? Ja. Können Sie mir sagen, wo meine Schwester ist? Ja, vielleicht kann sie ja helfen irgendwie. Ich weiß nicht, sie wollte zur Toilette. Dann schnell. Frau Klemm, geht es Ihnen gut? George, geh mal gerade auf die Toilette. Ja. Carmen? Ich habe Schmerzen. Gerade war hier so ein Mann, der hat versucht, mich anzufallen. Der hat meine Bluse aufgerissen. Dann habe ich mit ihm gerangelt und hallo. Ich habe mich dann gewehrt und habe dann einen Küchenbeil in seinen Rücken gerammt. Haben Sie? Ja. Okay, dann haben wir schon später. Hast du das gerade mitgeschnitten so ein bisschen? Nee. Sie erzählt jetzt gerade, sie wurde hier so ein bisschen sexuell angegangen oder wie auch immer. Sie ist auch hier. Was? Hat er sie ja an den Handgelenken gepackt wahrscheinlich und die Bluse zerrissen. Wer hat das gemacht? Der Mann. Dann setz dich aber bitte kurz hin. Kennen Sie den Mann? Also ich kenne ihn nur vom Hörensagen. Also seine Ex-Freundin, die kommt hier immer zu Besuch jeden Tag. Wir sind jetzt befreundet. Und sie hat mir über ihn erzählt, dass es so ein ganz schlimmer ist. Das. Wo ist meine Schwester? Bitte, kannst du mir das kurz. Also. Sie sagten doch, die Schwester wäre vermutlich aufs Klo gegangen. Auf dem Klo ist keiner. Ja. Das heißt, Sie sind doch die ganze Zeit hier gewesen, also müssen Sie auch irgendwas mitgekriegt haben, wo sie hin ist. Was war denn mit der? Er hat sie angepackt, wollte er sie vergewaltigen oder was? Der hat mich angefallen, der hat meine Bluse zerrissen, er hat mir richtig wehgetan, er hat mich festgehalten und ich habe mich gewehrt. Mit dem Beil? Ja. Aber das ist schon ein bisschen seltsam, oder dass ein Beil im Rücken steckt, wenn man sich wehrt er sie angefasst hat von vorne. Hinten geht wohl schlecht. Er wollte nach seiner Freundin schauen und dann habe ich das einfach aus dem Effekt gemacht, weil ich Angst hatte, dass er sich noch mal umdreht und es weitergeht. Okay, also Sie glauben immer noch, dass er sie sexuell angegangen hat, deswegen haben Sie das mit dem Ball gemacht. Habe ich verstanden. Gut. Aber nichtsdestotrotz. Aber die Schwester muss ja eigentlich irgendwo noch sein, oder? Wo? Ja. Genau, ich schaue mich mal weiter um. Du bist ja hier bei ihr. Ja. Genau. Die Polizisten vermuten, dass die vermisste Carmen Zeugin des blutigen Dramas wurde, das sich in dem Café abspielte.
Als sie aus der Küche ein Wimmern hören, scheint sich ihre Vermutung zu bestätigen. Hallo, die Polizei ist... Ach. Ich wollte das nicht. Ich wollte das nicht. Polizei, sagen Sie mir, wer sind Sie denn jetzt? Carmen, ich wollte das nicht. Sie sind die Carmen, die wir die ganze Zeit suchen. Geht's Ihnen gut, soweit? Na, ja. Tatsächlich konnte ich dann im hinteren Bereich, im Küchenbereich, die Carmen Hauen dann auffinden, die dann auf dem Boden kauerte, beziehungsweise auch einen sehr geschockten und benommenen Eindruck machte. Allerdings faselte oder sagte sie auch immer was, ich wollte es nicht, ich wollte es nicht. Und dann war irgendwo die Frage, war es von der Frau Krem eine Schutzbehauptung oder hat sie tatsächlich was mit der Tat zu tun? So, Frau Hauen, dann möglichst jetzt mal strukturiert nochmal aus Ihrer Sicht, was ist denn da passiert? Also ich wollte mich mit meinem Freund, also Ex-Freund Konstantin treffen, und also für eine Aussprache, und es war alles okay und ja, wir haben uns auch geküsst und es war wirklich gut, und plötzlich hatte ich so starke Kopfschmerzen und es war einfach so schlimm, dass ich auf Toilette rennen musste, und dann hatte ich ein Geschrei, rannte zurück und seitdem weiß ich nichts mehr. Die 23-Jährige steht offensichtlich unter Schock und behauptet, einen Blackout zu haben. Das könnte zumindest ihre widersprüchlichen Aussagen erklären. In dem Moment stand für uns natürlich erstmal so Aussage gegen Aussage. Der ganze Fall war irgendwie so ein bisschen unverständlich. Sodass wir also erstmal versucht haben, den Herrn Berger noch mal weiter zu befragen. Was allerdings ein bisschen schwierig war aufgrund der ärztlichen Situation, in der er sich befand. Kannst du uns schon weiter das zu dem Zustand von dem Konstantin sagen? Also haben wir jetzt auf jeden Fall erstmal was gegen die Schmerzen gegeben, auch Volumengabe. Die Wunde haben wir jetzt soweit im Griff bekommen. Kannst ihn gerne mal fragen. Wie genau er die Antwort gibt, müssen wir gleich einfach mal schauen. Das ist auf jeden Fall ein bisschen benommen. Ja, benommen ist er ansprechbar, aber auch so ein bisschen, glaube ich, ne? Genau, ja. Konstantin, die Polizei ist hier. Hallo, Polizei. Können Sie mir Ihren Nachnamen sagen? Berger. Herr Berger. Wir haben jetzt im Café drinnen die Betreiberin gefunden, und zwar eine Alixa Klemm. Sagt Ihnen das irgendwas? Nein. Sagt Ihnen das überhaupt nichts? Sie behauptet jetzt, dass sie von Ihnen sexuell angegangen worden wäre. Was, sexuell? Nein. Das stimmt nicht, überhaupt nicht. Okay, von den Spuren... Die spinnt, die Alte, die ist verwirrt. Ganz ruhig, schon an den Waffen. Die hat's nicht mehr alle. Tief durchatmen. Ja gut, ob das jetzt so verwertbar ist, das habe ich jetzt mal dahingestellt. Der Elektriker streitet vehement ab, dass es bei dem Versöhnungstreffen mit seiner Ex-Freundin zu einem sexuellen Übergriff auf die Kaffeebesitzerin gekommen ist. Carmen wiederum erinnert sich angeblich an nichts. Eine harte Nuss für die Spezialisten. Also ich habe ihn damit konfrontiert, mit der, ja, mit der sexuellen Belästigung, aber er sagt selber, er wäre es nicht gewesen. Also vom Verletzungsmuster passt das schon so ein bisschen, auf eine sexuelle Belästigung. Ob das jetzt eine Abwehrhandlung gewesen ist, ist jetzt die andere Frage. Aber das stimmt doch alles hier irgendwie nicht. Was erzählst du denn da? Konstantin würde nie so etwas machen. Ich kenne ihn schon ewig. Du erzählst, meine Schwester wäre auf Toilette, da war sie nicht. Was willst du mir erzählen? Was willst du uns erzählen? Warst du dabei? Er hat mir wehgetan. Konstantin würde nie einer Frau so was anziehen. Nein, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Warum soll... Warum das ist genau so aufhören an anderen Männern. Warum sollte... Felicitas kann sich Carmens Übersprungshandlung partout nicht erklären und fragt sich, was in Alixas Café tatsächlich vorgefallen ist, das für ihre Schwester nach der Trennung von Konstantin fast zu einem zweiten Zuhause geworden ist. Was ist mit Konstantin passiert? Was ist mit dir passiert, Carmen? Das ist doch alles hier nicht normal. Was? Ich weiß auch nicht, was los ist. Ich dachte, es wird alles wieder gut, und dann sehe ich das hier und ich weiß auch nicht mehr weiter. Ja, Frau Hauen, nehmen Sie irgendwie Medikamente oder Rauschmittel zu sich, oder haben Sie Alkohol getrunken? Nein, wirklich nicht. Haben Sie den Vorfall denn beobachtet, wie sie ihm das Beil in den Rücken gerammt hat? Nein, habe ich nicht. Haben Sie nicht? Nein. Beobachtet, okay, keine Zeugen. Aber Carmen, jetzt hör mir kurz zu, Hand aufs Herz. Konstantin, ich kenne ihn selber auch so lange. Glaubst du wirklich, dass er also sowas einer Frau antun würde, dass ihr... Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich weiß, nein. Carmen, aber guck mal, hör dir das mal an, was du letztens gesagt hast. Frau Klemm, können Sie das mal so machen, dass wir das mithören können? Wieso nimmt die einfach meine Schwester auf? Hallo? Wieso machst du das?
Ja, dir ging's nicht gut. Ich wollte dir helfen. Und dann habe ich letztens noch recherchiert. Also, der hat schon wirklich eine andere, guck. Das Frau Klemm, Sie machen sich das schon relativ Mühe. Sie nehmen hier Gesprächsfetzen auf, nehmen die aus dem Kontext heraus, dann haben Sie irgendwelche Bilder. Das finde ich schon ein bisschen merkwürdig. Was im weiteren Verlauf allerdings sehr interessant war, dass die Kaffeebetreiberin, diese Frau Alixa Klemm, dann hier der Carmen Hauen hier irgendwelche Sprachnachrichten vorspielte und dann dementsprechend auch Bilder zeigte, um, sage ich jetzt mal, den Konstantin Berger so ein bisschen in Misskredit zu bringen. Das war schon sehr auffällig und ich habe dann auch interveniert. Und schließlich muss man ja auch beachten, dass man irgendwelche Persönlichkeitsrechte hierbei verletzen kann. Willst du noch mal gucken hier irgendwie? Oder? Schaue ich jetzt hier noch mal ein bisschen um. Ja. Und Frau Klemm, gibt es hier noch andere Räumlichkeiten? Wir haben jetzt die Theke hier noch. Ja, Toilette hatten wir, Küche hatten wir auch schon, aber das war es dann auch. Dann schaue ich mich jetzt mal hinter der Theke ein bisschen um. Insgesamt haben uns die ganzen Aussagen hier noch nicht wirklich weitergeholfen. Die Frau Klemm machte immer widersprüchliche Aussagen. Wir konnten das nicht ganz zuordnen und so weiter, sodass ich mich entschieden habe, hier noch mal weiter etwas genauer nachzuschauen und habe dann im Thekenbereich tatsächlich noch eine interessante Entdeckung machen können. Also ich habe hier einmal einen Tablettenfund. Hier aus dem Blister ist auch relativ viel raus. Da ist ja noch ein bisschen was drin. So, und dann sehe ich hier auch noch irgendeine weiße Substanz, die hier zerrieben worden ist, in dem Mörser. Können Sie da was zu sagen, was das ist? Ja, das sind meine Tabletten. Die nehme ich, seitdem ich mich von meinem Ex-Mann getrennt habe. Die haben mir geholfen. Runterzukommen? Ja. Und was ist? Das sind die Tabletten, weil ich kann die nicht schlucken. Sie machen die klein? Mhm. Okay, und dann lassen wir das so offen stehen. Gut, verstehe ich. Das sieht mir aber eigentlich irgendwie so in Richtung ein Beruhigungsmittel oder sowas in der Richtung aus, ne? Ja, das habe ich verschrieben bekommen vom Arzt. Willst du schon unsere Fachdame mal drüber gucken? Ich denke mal auch, dass das mal Sinn macht. Kannst du vielleicht mal eine Sanitäterin holen? Ja, eine kann ich mal gucken. Oder Sanitäter, wie auch immer, dass der sich das mal anschaut. So, Frau Klemm, jetzt haben Sie ja eben gesagt, dass Sie die für sich verbrauchen. Aber jetzt war ich hier eben hinter der Theke und dann habe ich diesen Mörser gefunden. Und auf der anderen Seite ist es ja im öffentlichen Bereich. Wollen Sie denn da tatsächlich ausschließen, dass jemand anders vielleicht noch die Sachen genommen hat? Ja, da passe ich immer auf. Also, da geht ja auch keiner rein in die Theke. Da darf ja auch keiner rein. Das ist ja, der Zutritt ist ja verweigert. Ja. Und ich frage Sie auch ganz offen, Frau Klemm, haben Sie denn diese Tabletten irgendjemand anders verabreicht? Haben Sie nicht? Gut, habe ich verstanden. Frau Klemm, dann bräuchte ich bitte einmal den Personalausweis von Ihnen. Für die Polizisten deutet einiges darauf hin, dass Alixa nicht die Wahrheit sagt. Zudem finden die Sanitäter heraus, dass das Beruhigungsmittel für Carmens Gedächtnisverlust und ihre Kopfschmerzen verantwortlich sein könnte. Polizeihauptkommissar Georg Kuhn hat indessen Erkundigungen über die Kaffeebetreiberin eingeholt. So, ich habe die gute Frau mal durchlaufen lassen. Interessante Info, es ist ein offenes Strafverfahren. Und zwar hat sie ihren Ehemann angezeigt. Passt irgendwie, ne? Sie hat ja auch eben das noch geäußert. Ne? Sie hat also da einen extremen Männerhass oder sonst was entwickelt. Ich weiß nicht wieso. Jetzt geben wir ihnen noch mal die Chance, sich noch mal zu äußern zur Sache. Ansonsten wird sie mein Kollege belehren. Sag uns doch, was es hier mit auf sich hat. Was? Carmen, es tut mir leid. Ich hab dir heimlich die Tabletten gegeben. Ich hab dir empfohlen, zu meinem Arzt zu gehen. Warum? Weil du so eine Depression hattest und ich wollte dir helfen. Sie haben ihr Tabletten verabreicht, in welcher Form? Ja, im Cappuccino. Und Sie haben das ja immer reingemischt? Irgendwie mal so frei Schnauze, ohne irgendwelche auf eine Dosierung zu achten oder sonst irgendwas? Nein, natürlich so, wie es in der Packungsbeilage steht. Ich wollte sie ja nicht gefährden, ich wollte ihr nur, dass es ihr besser geht. Und jetzt weiter, und dann kam Ihr Ex-Freund, mit dem Sie sich heute versöhnen wollte. Das hat Ihnen dann nicht gepasst. Vielleicht, oder? Ja, die waren schon wieder fast am Zusammenkommen und haben sich hier schon geküsst. Und ich wollte, dass er eigentlich hier rausgeht dann, als Carmen auf die Toilette gegangen ist. Und er hat gesagt, er geht hier nicht raus. Und er hat mich schon, also wir haben schon gerangelt, weil er dann irgendwie mich geschubst hat und keine Ahnung. Aber dann musst du mir doch nicht sowas antun. Ja, aber wir beide waren noch so gegen den Rest der Welt. Und dann willst du schon wieder mit diesem Konstantin, obwohl der dich so verletzt hat und dir so wehgetan hat. Und ich glaube, sie ist irre. Ja, gut, Frau Klemm, dann passt ja auch Ihre ganze Notwehrgeschichte nicht mehr so ganz. Wenn sich jemand umdreht und praktisch von ihm weglaufen will,
und dann hauen sie da einen Beil in den Rücken. Das passt die Notwehrgeschichte für uns einfach nicht mehr. Wissen Sie, was wir jetzt machen, Frau Klemm? Wir fahren jetzt mal auf die Dienststelle, da werden Sie ordentlich belehrt. Sie kommen mit uns und dann können Sie das Ganze noch mal erzählen zum Protokoll und dann gucken wir, was wir mit Ihnen machen. Wir hatten bei der Frau Klemm hier es offensichtlich mit einer sehr psychisch labilen Person zu tun, die hier ihre schlechten Erfahrungen mit Männern irgendwie auf andere Personen projiziert hatte. Ihr Verhalten wird allerdings sehr große und sehr schwere strafrechtliche Konsequenzen haben, weil sie es billigend in Kauf genommen hat, hier durch unkontrollierte Medikamentengabe oder durch fast hier eine Verletzung durch ein Beil dementsprechend zwei Personen in Lebensgefahr gebracht hat. Carmens Ex-Freund hatte Glück im Unglück. Da durch das Beil keine inneren Organe verletzt wurden, erholte er sich schnell von den Wunden, die Alixa ihm zugefügt hatte. Carmen hat der Kaffeebesitzerin die Freundschaft gekündigt, die sich nun vor Gericht wegen gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen verantworten muss.